So, dann tun wir mal was. Zweiter Vortrag heute auf unserem Hyper-V Community Meeting hier bei Microsoft in Bad Homburg. Mein Ziel ist es heute, einen kleinen Überblick zu geben, was denn Neues steckt im Windows Server für Hyper-V, in dem, was wir heute als Windows Server wie Next bezeichnen. Wir haben noch keine Ahnung, wie die finale Version heißen wird, geschweige denn, wann sie das Licht der Welt erblicken wird. Und alle Informationen, die ich praktisch benutzt habe, diesen Vortrag zusammenzubauen, ist die heute öffentlich frei verfügbare Preview-Version, die Windows Server vNext Technical Preview, gepaart mit Informationen aus den TechEd-Vorträgen von Barcelona Ende letzten Jahres. Das Schöne ist, sowohl die Software als auch all diese Informationen kann jeder von euch ausprobieren, mitmachen, nachspielen und damit bauen. Kurze Frage, wer hat sich schon einmal praktisch mit Windows Server vNext und Hyper-V beschäftigt? Hand hoch. Ein paar Hände gehen hoch, ungefähr 25%. Für allen anderen schauen wir uns mal einen Praxisüberblick an. Wer bin ich, was tue ich hier? Benedikt Berger mein Name, ich bin angestellt als Solutions Consultant bei der Firma Identity Network Partner GmbH. Ich erzähle gleich noch zwei, drei Sätze, was wir da so tun. Wichtig ist, ich mache damit eine ganze Menge Hyper-V. Ich bin Microsoft MVP für Hyper-V im Tagesgeschäft, Virtualisierung, egal ob im eigenen Rechenzentrum, ob im Partnerrechenzentrum von Microsoft gehostet oder in allen Kombinationen dazwischen, ist das, was mich in Kundenprojekten deutschlandweit dabei begleitet. Ich habe versucht, meine Erfahrungen aus der aktuellen Windows Server Version 2012 R2 im letzten Jahr in einem Buch mit dem schönen Titel Hyper-V Best Practices zusammenzufassen. So sieht das Ganze aus. Wer aufmerksam genug heute beim Vortrag dabei ist, kann vielleicht auch mit einem solchen Exemplar nach Hause gehen. Wenn Fragen da sind, gerne zwischendurch. Ansonsten die typischen Kontaktdaten inklusive Social Media und Co. gerne nutzen, um auch im Nachgang noch Fragen, Ideen, Anregungen loszuwerden. Die Firma Identity, bei der ich angestellt bin, ist ein klassisches IT-Systemhaus mit einem hohen Qualitätsaspekt in der täglichen Arbeit, wo wir sagen, okay, die Funktionalitäten, die eine Software, eine Lösung entsprechend zur Verfügung stellen kann, wollen wir nicht nur irgendwie implementieren, sondern zu einem bestmöglichen Kundennutzen und Geschäftsprozessunterstützung dabei etablieren. Wir sind beheimatet in Hannover, sind schwerpunktmäßig im norddeutschen Raum unterwegs mit dem, was wir tun, aber bei entsprechenden fachspezifischen Anfragen auch darüber hinaus immer wieder zu finden. Steigen wir ein ins Thema. Wer schon mal Hyper-V-Community-Vorträge von mir gesehen hat, weiß, dass ich im Regelfall immer so mit ein, zwei aktuellen Dingen anfange, die sich in der Hyper-V-Welt in den letzten Wochen und Monaten bewegt haben. Auch da möchte ich gerne gleich einsteigen. Ich werde ein, zwei Sätze zu Neuerungen rund um das Thema Azure Site Recovery erzählen, als auch eine aktuelle News rund um das Thema Backup mit DPM und Hyper-V erwähnen, wobei wir nachher noch einen Deep-Dive-Vortrag zum Thema Backup von Hyper-V mit DPM haben, sodass ich da wirklich nur einen Überblick anreiße und dann kommen wir zum Kernthema, was steckt denn jetzt in Hyper-V in der nächsten Generation vom Windows Server? Fangen wir an mit dem News. Wem sagt der Begriff Azure Site Recovery etwas? Einmal die Hand hoch. Den wenigsten. Wem sagt der Begriff Hyper-V Replica etwas? Da gehen schon die meisten Hände hoch. Hyper-V Replica im Windows Server seit 2012 ermöglicht es mir, meine virtuellen Maschinen für einen Desasterfall in ein zweites Rechenzentrum zu spiegeln. Asynchron mit ein bisschen Versatz, 30 Sekunden, 5 Minuten, 15 Minuten, um zu sagen, alles klar, wenn mein erstes Rechenzentrum aus welchen Gründen auch immer nicht zur Verfügung steht, habe ich eine Kopie meiner virtuellen Maschinen am zweiten Rechenzentrum und kann sie dort starten. Hyper-V Replica wird pro virtuelle Maschine eingerichtet. Azure Site Recovery ist jetzt ein Plattformdienst, der in Microsofts Public Cloud, also in Microsoft-Rechenzentren läuft, der es jetzt ermöglicht, diesen VM-basierten Replikationsprozess zu einem Gesamtprozess zu orchestrieren. Hilft mir, dass ich erkenne, wann sind virtuelle Maschinen nicht verfügbar, um sie dann auch kontrolliert herunterzufahren und in einer vorher definierten Startreihenfolge unter Berücksichtigung aller Abhängigkeiten zu starten, ist die kleine Ausbaustufe von Azure Site Recovery. Die große Ausbaustufe von Azure Site Recovery ermöglicht es mir, die Replikation von virtuellen Maschinen nicht in ein eigenes zweites Rechenzentrum durchzuführen, sondern, wenn ich möchte, in Microsofts Azure Public Cloud. Hat jetzt schon mal einen Vorteil, dass ich mir Bau und Betrieb eines zweiten EDV-Standortes sparen kann. Und damit wird das Thema Disaster Recovery eben auch für Kundenszenarien interessant, für die es sonst in dieser Qualität außer Reichweite liegen würden.
Das Ganze hat zwei Nachteile. Nachteil Nummer eins ist, es kostet trotzdem ein bisschen Geld. Nicht so viel, als wenn ich jetzt ein zweites Rechenzentrum baue, aber trotzdem muss ich dafür entsprechende Nutzungsgebühren bezahlen. Und einer der weniger interessanten Punkte, gerade für kleinere Kunden, war, dass ich bisher eine Abhängigkeit zu Microsoft System Center hatte. Das heißt, die Replikation wurde gesteuert und durchgeführt vom System Center Virtual Machine Manager. Wenn ich jetzt aber nur wenige Hyper-V-Hosts mit einigen virtuellen Maschinen habe und vielleicht gar kein System Center im Einsatz habe, war das so ein bisschen ein K.O.-Kriterium, was mich am Einsatz von dieser Funktionalität geändert hat. Seit Ende letzten Jahres ist das nicht mehr so. Bereits global verfügbar ist das sogenannte Branch Office Szenario für Azure Site Recovery, wo ich mir einen kleinen Agenten installieren kann, direkt auf meinem Hyper-V-Host. Und der ermöglicht mir die Replikation meiner virtuellen Maschinen direkt nach Azure, ohne dass ich den Einsatz von System Center oder irgendwelche anderen Software dafür benötige. Und dadurch ist dieses Szenario dann automatisch wieder für viele interessant, die vorher gesagt haben, ja, klingt zwar ganz nett, ist es aber ganz nicht. Microsoft hat zusätzlich eine Akquisition vorgenommen der Firma InMarch, die spezialisiert darauf ist, Workloads nach Azure zu bringen, die nicht von Hyper-V kommen. Also physische Serversysteme, virtuelle Maschinen auf VMware-Hosts oder auch virtuelle Maschinen bei anderen Public-Cloud-Providern, wie zum Beispiel Amazon. Auch das ist heute in Azure Site Recovery aufgegangen, sodass ich die Möglichkeit habe, ein Disaster Recovery auch für diese Technologien heute mit einzubinden. Warum macht Microsoft das? Naja, erstens bekomme ich so ein bisschen Workload in Azure und zweitens klappt in diesem Zuge auch die Migration nach Hyper-V fast automatisch mit und ist deswegen auch für Microsoft eine ziemlich interessante Geschichte. All diese Szenarien werden heute pro virtuelle Maschine lizenziert. Ja, und damit ist die Größe relativ egal, ob ich jetzt ein erst kleines Unternehmen bin mit 4, 5, 6 virtuellen Maschinen oder eben ein größeres Unternehmen. Ich habe entsprechend ein auf meine Anforderungen zugeschnittenes Kostenprofil. Wer sich also früher schon mit Azure Site Recovery beschäftigt hat oder Hyper-V Recovery Manager, wie es mal ganz früher heißt, für den lohnt es sich vielleicht jetzt nochmal einen Blick reinzuwerfen in die Neuerungen, die da im letzten Quartal des letzten Jahres hinzugekommen sind. Die zweite Neuerung, die ist relativ frisch, aber im aktuellen News-Hagel fast untergegangen. Es sind einige Kunden hier, die sich für das Thema Backup von Hyper-V mit DPM interessieren. Deswegen haben wir da nachher nochmal einen extra Vortrag vom Kollegen dazu. Wir nehmen aber erstmal mit, dass ich, wenn ich heute virtuelle Maschinen mit Hyper-V sicher, ich in dem aktuellen Release-Stand, das heißt der heute verfügbare DPM 2012 R2 auf aktuellem Update-Level, in der Lage bin, vom Built-in-Feature im Windows Server 2012 R2 der Deduplizierung auf meinem Backup-Volumen jetzt endlich auch nutzbar zu machen. Bisher war es so, dass ich Hyper-V-VM sichern konnte, die schon auf einem deduplizierten Volume lagen, aber wenn ich 10 Betriebssysteme sicher, habe ich hinterher auch auf meiner DPM-Konfiguration, meiner Sicherungsplatte, 10 dieses Betriebssystem liegen. Heute habe ich die Möglichkeit, auch die Deduplizierung auf meinem Sicherungsmedium selber zu aktivieren und kann dadurch a. eine ganze Menge Speicherplatz sparen und b. mir einiges an zusätzlichen Aufwänden dadurch erleichtern. Frage dazu. Muss ich das in Azure in dieser Platte direkt freischalten erstmal, oder? Hat mit Azure überhaupt nichts zu tun. Das ist ein lokal installierter DPM-Server, der kann theoretisch auch in Azure laufen. DPM ist zertifiziert dafür, in Azure betrieben zu werden. Ich habe es bei uns gelöst jetzt so, dass ich meine Domain-Controller zum Beispiel mit DPM sichere und dann direkt weiterschiebe, auch zu Azure hochschiebe. Genau, ich kann hier zu einem zweiten DPM-Server replizieren, in Azure läuft, oder aber Azure Backup als Plattform-Dienst benutzen, beides funktioniert. Ja. Genau. Also das ist wirklich eine DPM-Funktionalität. Es gibt ein White Paper von Microsoft im Technik-Bereich, der Link ist in den Folien enthalten, die es später zum Download gibt, wo genau beschrieben ist, wie muss ich jetzt meinen DPM-Server konfigurieren, welche Optionen im Sicherungsjob muss ich setzen und ist explizit für das Szenario Backup auf einen deduplizierten DPM-Server vorgesehen. Erstmal nichts mit Azure Backup zu tun. Betreibe ich meinen DPM-Server in Azure, kann ich aber diesen Nutzenvorteil natürlich auch haben. Habe ich irgendwas Falsches erzählt? Alles klar, bitte. Deduplication aber vom DPM-Server schon eine virtuelle Maschine, oder? Bitte nochmal. Virtuelle Maschine. Ja, eine der Voraussetzungen ist, dass der DPM-Server virtuell betrieben werden muss. Doch, ich habe die Chance, auch einen virtuellen DPM-Server-Tag zu bringen, da erfahren wir bestimmt nachher noch ein paar Details zu. Weitere Fragen dazu? 3, 2, 1. Dann gehen wir weiter. Windows Server wie Next. Wir wissen ein bisschen was darüber. Die Builds waren ein bisschen vorher verfügbar vor der TechEd in Europa, in Barcelona.
Das Server OS kann ich heute für jeden frei downloaden. Ich bin ein großer Freund vom Windows Server, werde aber die meiste Zeit heute auf einem Windows Client arbeiten. Der Grund ist relativ simpel. Das Client-Betriebssystem hat in der Preview-Phase, in der Windows Insider Preview-Phase, eine etwas höhere Release-Kadenz als der Server, sodass wir gleich mal einen Blick auf das Bild 9841 vom Server werfen. Allerdings ein aktuelleres Bild vom Client, wo ich ja auch die Hyper-V-Rolle aktivieren kann, zur Verfügung habe. Die Builds sind schon ein bisschen älter, aber das sind die Builds, die öffentlich verfügbar sein werden. Das Schöne ist, jeder von uns im Raum kann in ungefähr einer Woche ein brandaktuelles Bild nutzen. Microsoft hat in der Veranstaltung gestern Abend zum Thema Windows 10 angekündigt, dass es, ich glaube, am 26.01. ein neues öffentliches Bild geben soll, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Hyper-V-Rolle wieder enthalten sein wird. Und unter dem Ansatz kann ich da vieles von dem, was ich heute anspreche, vermutlich noch deutlich leichter und einfacher testen, als das, was ich heute zeige oder eben dabei verlinke. Ebenfalls zum Download habe ich die nächste Version vom System Center Stack, wobei der noch ganz am Anfang des Entwicklungsprozesses steht. Im Wesentlichen sind da die gleichen Features drin, wie ich sie auch aus System Center 2012 R2 kenne, nur dass ich sie eben in Zusammenarbeit mit Hyper-V und Windows Server wie Next nutzen kann und auch dem aktuellen SQL-Server mit aktuellen Update-Rollups dahinter habe. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich möchte ein bisschen damit rumspielen, möchte aber auch den Management-Stack dadurch nicht verlieren, funktioniert das relativ gut. Wie bei allen Preview-Programmen steht natürlich überall dahinter, das ist bloß nicht für den Produktionsbetrieb geeignet. Diesmal stimmt das wirklich. Also ich habe schon geschafft, mir das ein oder andere System relativ einfach kaputt zu spielen. Einfach, weil es ein sehr früher Entwicklungsstand ist. Microsoft macht diesmal ja Gebrauch von seiner Transparenzoffensive und hat schon jetzt, obwohl das Preview-Programm noch relativ am Anfang steht, mehr Versionen und mehr Informationen öffentlich zugänglich gemacht zu einem Zeitpunkt in der Entwicklung, was bisher noch nie bisher geschehen ist. Das macht es für uns ganz angenehm, denn wir können ein bisschen in die Features reinschauen. Ich erzähle erstmal ein bisschen was drüber und gehe dann in die Demo rein, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sieht das Ganze aus, wie fühlt sich das Ganze denn an. Die gute Nachricht, wir haben alle schon mit Hyper-V gearbeitet, Hyper-V gesehen. Der Standard Hyper-V Manager, also das Verwaltungswerkzeug, was mit dem Windows Server mitkommt und zur Verwaltung von lokalen Hyper-V-Maschinen da ist, bleibt da, wird genauso aussehen oder sehr ähnlich aussehen. Es bekommt zwei, drei neue Funktionalitäten. Was mich persönlich am Hyper-V-Manager immer gestört hat, wenn man mit verschiedenen Versionen von Hyper-V-Hosts gearbeitet hat, dann braucht man auch immer verschiedene Konsolen mit verschiedenen Hyper-V-Managern. Ich habe heute die Möglichkeit, die letzten beiden älteren Versionen vom Hyper-V-Manager, also Windows Server 2012 R2 und Windows Server 2012 mit Windows Server wie Next Hyper-V-Manager zu verwalten. Ich muss dafür nicht mehr den DNS-Namen vom System kennen, er braucht gar keinen mehr. Ich kann mich mit IP-Adressen dahin verbinden und ich kann sogar alternative Anmeldeinformationen verwenden. Für mich bedeutet das in der täglichen Arbeit, dass ich deutlich weniger Remote-Desktop-Fenster und Remote-Desktop-Manager brauche, sondern mit den ganz normalen ERSA-Tools, die es auch schon zum Download gibt, dabei arbeiten kann. Wir haben den einen oder anderen Applikationsbetreuer, Betreiber, Entwickler hier im Raum, wie ich in der Pause schon vermehrt habe. Die haben sich gerade Backup-Hersteller schwer getan in der Vergangenheit, damit rauszufinden, wo läuft denn gerade eine virtuelle Maschine in einem Hyper-V-Cluster? Auf welchem Knoten ist denn die Maschine gerade? Wird sie vielleicht gerade live migriert? Befindet sie sich in 5 Minuten woanders? Ja oder nein? Ich habe gehört, Backup-Hersteller sollen damit Probleme gehabt haben. Hier hat sich unter der Haube vom Hyper-V-Manager eine ganze Menge getan. In dem Moment, wo ich jetzt einen Cluster-Knoten abfrage, bekomme ich automatisch immer den Output aller Clusterknoten über WMI zurück, sodass ich weiß, aha, das System ist nicht einfach nur ein Standalone Hyper-V-Host, sondern er ist Mitglied eines Clusters und der Cluster hostet neben den paar Maschinen auf diesem Knoten noch die 46 anderen VMs dahinter. Aber der Hyper-V-Manager bleibt das Verwaltungswerkzeug für lokale Hyper-V-Server. Es gibt weiterhin den Failover-Cluster-Manager, den Clumen, in dem Moment, wo ich das System cluster. Und in dem Moment, wo ich den System-Center-Stack oben drauf lege, habe ich auch den Virtual-Machine-Manager zur Verfügung. Das heißt, das Set an Verwaltungsinstrumenten bleibt erstmal gleich, nur das Feature-Set wird ein bisschen erweitert. Gehen wir weiter. Wir haben über Hyper-V-Cluster gesprochen. Bisher war das Upgraden von Hyper-V-Clustern schon relativ komfortabel und einfach. Ja, ich habe zwei Möglichkeiten gehabt. Ich kann seit Windows Server 2012 kann ich virtuelle Maschinen auch auf eine neuere Version von Hyper-V, in dem Fall Windows Server 2012 R2, live migrieren, also ohne Dienstunterbrechung, eine sogenannte Cross-Version-Live-Migration machen.
Wenn ich den dafür notwendigen doppelten Speicherplatz nicht habe oder es mir zu lange dauert, kann ich meine Storage Loons einfach nehmen und an einen modernisierten Hyper-V-Cluster dabei dranhängen. Auch das funktioniert schon relativ gut. Eine der größten Forderungen der Community, insbesondere aus der MVP-Truppe, war aber die Funktionalität zu sagen, ich möchte gerne in einem Cluster ältere und neue Versionen vermischen. Das funktioniert heute. Ich kann in einem bestehenden Windows Server 2012 R2 Cluster einen Windows Server wie Nextknoten einfach aufnehmen oder auch mehrere. Ich habe eine Version von meinem Cluster, die kann ich am einfachsten vergleichen mit so einer Active Directory Schema Version. Ja, diese Cluster Level Version, die gibt an, welche Funktionalitäten hat der Cluster. Die kann ich überraschenderweise auch erst anheben, wenn alle meine Clusterknoten auf die aktuelle Version gebracht worden sind. Und solange ich diese Version nicht anhebe, kann ich nicht alle Funktionen von Windows Server wie Next nutzen, dafür jederzeit aber auch diesen Cluster und die darauf betriebenen Workloads auf eine ältere Version zurückbringen. Ich mache mir also bis zu dem Moment, wo ich sage, ich möchte jetzt per PowerShell die Konfiguration upgraden und wir schauen uns nachher an, wie das funktioniert, erstmal nichts kaputt. Wer von euch hat sich schon mal mit dem VM-Format, also der ID der virtuellen Maschine, beschäftigt? Zwei Hände gehen hoch, die wenigsten bisher. Warum? Das funktionierte bisher immer automatisch, immer dann, wenn ich eine neue virtuelle Maschine auf einem neuen Hyper-V-Host in Betrieb genommen habe oder von einem älteren Host importiert habe, wurde automatisch die VM-Version auf den aktuellen Stand des Hosts abgegradet. Und das war ein einmaliger Vorgang. Von dem haben wir nie etwas mitbekommen. Das passiert einfach so. Und wenn diese Version einmal hochgezogen wurde, dann bleibt die auch so. Das ist die technische Begründung, warum es einen Microsoft Nullspace-Artikel drin gibt, wo drauf steht, naja, wenn du einmal eine virtuelle Maschine von Hyper-V auf einem neueren Host betrieben hast, darfst du diese virtuelle Maschine nie wieder auf einem älteren Host betreiben. So das Thema Fallback-Strategie bei Migration etc. war ein bisschen schwieriger. Das wird jetzt wesentlich schöner gelöst, indem ich jetzt nicht mehr das automatische Upgrade dieser VM-Version habe, sondern genauso über ein Cluster-Level, wie eben gehört, diesen Schritt manuell durchführen muss. Das passiert heute via PowerShell. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch in der finalen Version den Weg in die GUI finden wird. Aber das ist so prinzipiell die technische Voraussetzung für den eben beschriebenen Rolling-Upgrade-Pfad im Cluster und eben der Möglichkeit, auch dabei zurückzukommen. Viele der neuen Features, über die ich jetzt im weiteren Verlauf reden werde, funktionieren nur mit aktuellem VM-Format. Bedeutet, habe ich ein gemischtes Cluster, wo ich virtuelle Maschinen noch zum Kompatibilitätsmodus auf einem älteren Level lasse, kann ich Funktionalitäten noch nicht nutzen. Ist deswegen nur ein Übergangsszenario, um die Migration möglichst leicht zu machen. Wenn wir uns auf Windows Server 2012 R2 so eine virtuelle Maschine mal ein bisschen näher anschauen, dann besteht so eine virtuelle Maschine aus ein paar Dateien, typischerweise eher wenigen. Die beiden wichtigen sind eine VRD oder VRDX-Datei, wo meine virtuelle Festplatte drin steckt. Ja, da steckt meine Daten drin und ein kleines XML-File, was die Konfiguration der virtuellen Maschine beschreibt. Wie heißt sie, wie viel RAM hat sie, welche Netzwerkkarten hat sie, in welchem VLAN steckt sie etc. Dieses XML-File, das ist für uns als Administratoren immer ganz ansehnlich. Es soll sogar Leute gegeben haben, die manuell editiert haben. Ich kann mir kaum vorstellen, wer sowas Böses machen sollte, weil supported war es noch nie, aber ich habe davon gehört. War aber aus Maschinensicht nicht das Komfortabelste. Wir haben Fälle, wo diese XML-Datei mal kaputt gegangen ist und dadurch, dass der XML-Metadatenbaum dann relativ breiter ist, ist das einfach nicht die optimale Performance. In dem Moment, wo ich jetzt die VM-Version hochziehe, wird dieses virtuelle Maschinenformat umgewandelt. Aus dem einen XML-File wird ein VMCX-File und ein VMRS-File generiert, was jetzt nur noch maschinenlesbar ist. Ich habe noch keinen Weg gefunden, als Mensch da irgendwie einzugreifen. Ist jetzt nicht nur nicht supported, sondern unter virtueller Todesstrafe verboten, sondern alle Konfigurationen haben bitte durch PowerShell oder die entsprechenden GUI-Werkzeuge zu erfolgen. Dafür haben wir mehr Performance und mehr Security zur Verfügung. Und ein zusätzliches Feature, was dadurch ermöglicht wird, was so ein ganz klein bisschen in den Release-Notes versteckt ist, wird auch wieder die Backup-Hersteller am meisten freuen, dass Hyper-V ein natives Change-Block-Tracking bekommen. Das heißt, mein Backup-Tool muss nicht mehr auf File-Ebene arbeiten und gucken, welche Dateien haben sich jetzt seit dem letzten Backup-Zeitpunkt geändert und muss dann manuell die Blöcke raussuchen, sondern ich habe die Chance, das über die Hyper-V-API direkt mitzubekommen. Wenn so eine virtuelle Maschine dann mal erstellt wurde, abgegradet wurde, das aktuelle VM-Format hat,
Dann kann ich auch bei einer laufenden virtuellen Maschine ein bisschen mehr machen als vorher. Ich kann Netzwerkkarten im laufenden Betrieb entfernen und wieder hinzufügen. Bisher konnte ich nur das virtuelle Netzwerkkabel rausziehen und reinstecken. Ich konnte mitgeben, in welchem Netz soll sich diese Netzwerkkarte befinden, mit welchem virtuellen Switch soll sie verbunden sein. Aber habe ich zu Bootzeitpunkt zwei Netzwerkkarten im System, dann kann ich, ohne diese virtuelle Maschine herunterzufahren, daran nichts ändern. Dynamischen Arbeitsspeicher kennt Hyper-V schon relativ lange. Jetzt habe ich die Möglichkeit, auch bei statischem Arbeitsspeicher im laufenden Betrieb sowohl die Höchstgrenze, wie viel RAM bekommt diese Maschine maximal, zu erhöhen, als auch wieder zu verringern. Das finde ich ist immer ganz spannend, dass eben auch die Rückrichtung funktioniert. Schauen wir uns gleich einmal live im System an. Wer hat schon mal vom Hyper-V-Host mit dem Feature CDN gearbeitet? Consistent Device Naming. Hand hoch. Keine Hand geht hoch. Ist klassisch. Warum? Kann das keiner? Naja, Windows Server 2012 R2 kann das. Ein Betriebssystem, was die meisten von uns, denke ich, im Einsatz haben. Praktisch jede aktuelle Hardware kann das. Sie ist nur typischerweise im BIOS im Default deaktiviert. Was bringt mir CDN? CDN sorgt dafür, dass auf meinem Hyper-V-Host die Netzwerkkarte, mein Betriebssystem, genauso benannt wird, wie der Name hinten am physischen Gerät, also meiner Netzwerkkarte, dran steht. Warum ist das eine gute Geschichte? Weil sonst Leute wie ich, wenn sie einen neuen Hyper-V-Host einrichten, immer an der Betriebssystemkonsole sitzen, jetzt die Netzwerkkarte benennen möchten im Management OS, wissen aber gar nicht, welche von den Quad-Port-Karten ist es jetzt. Also laufen sie um das Rack herum, ziehen ein Kabel raus und gucken, wo ist denn jetzt der Link weg. Das wiederholt man 16 Mal, weil man ja ziemlich viele Netzwerkkarten im System hat. Hat total Bock auf die Nummer oder hat das Glück, zu zweit zu sein oder deaktiviert die Netzwerkkarten. So ein paar Workarounds gibt es da, so schön komfortabel war das aber irgendwie immer noch nicht. Das ist im Default im meisten System-BIOS deaktiviert, weil andere Betriebssysteme damit nicht immer klarkommen. Von daher wundert es mich nicht, dass die wenigsten das bisher im Einsatz haben, aber gerade wenn jetzt neue Hardware kommt, neue Hyper-V-Server zum Einsatz kommen soll, sollte ich da mal reinschauen. Warum erzähle ich das? Weil es jetzt ein Feature gibt, was nichts mit CDN zu tun hat, aber zu einem ganz ähnlichen Effekt führt. Vereinfachte Netzwerkbenamung sorgt dafür, dass ich vom Hyper-V-Host aus die Namen der Netzwerkkarten meiner virtuellen Maschinen bearbeiten kann, als auch deren Namen im Gastbetriebssystem. Das heißt, ich sehe sofort im Host, aha, der Berger hat jetzt zwei virtuelle Maschinen für VM3 eingesetzt. Davon ist eine fürs Netzwerkkartenteaming da und das andere nur fürs Backup und kann dadurch eine entsprechende Benennung von außen durchführen. Ich brauche dafür nicht mal Zugangsdaten zur virtuellen Maschine, sondern kann das über die Hyper-V-Integrationsdienste in Windows Server wie Next einfach ermöglichen. Ist bisher ausschließlich über PowerShell durchführbar. Ich kann aber in der GUI das Häkchen setzen. Heißt Device Naming, es funktioniert technisch anders als CDN, weil ich die dafür notwendigen Hardware-Schnittstellen der virtuellen Maschinen gar nicht zur Verfügung habe. Deswegen auch bitte nicht CDN nennen, aber der Effekt ist ein durchaus vergleichbarer. Wer hat schon mal Ärger mit Hyper-V-Integrationsdiensten gehabt? Niemand. Das überrascht mich. Hyper-V-Integrationsdienste sind ja mein persönliches Grauen in der Hyper-V-Welt. Warum? Es ist okay, dass man in einem Hyper-V-Migrationsprojekt, wenn man jetzt eine neue Major-Version vom Windows-Server implementiert, ein bisschen Arbeit für manche Dinge einplanen muss. Das ist okay, das gehört dazu, das nehme ich noch in Kauf. Dann kommt mittendrin Windows Server 2012 R2, das seit 3,5 Monaten released, ein Update raus für das Host-Betriebssystem. Und wir alle haben in der Microsoft-Welt gelernt, Router ist ein als kritisch markiertes Update, das müssen wir natürlich sofort installieren und überall ausrollen. Heißt in meinem Fall, oh, 300 virtuelle Maschinen hätten jetzt gerne neue Integrationsdienste. Sonst funktionieren manche Dinge, so Kleinigkeiten wie Backup vielleicht nicht mehr optimal. Und bei 300 laufenden virtuellen Maschinen die Integrationsdienste zu aktualisieren, bedeutet vor allem was? Arbeit und ein Reboot. Beides sind Dinge, gegen die sowohl ich, das ist logischerweise der Arbeitsteil, als auch die entsprechenden Nutzer der virtuellen Maschinen, vermutlich eher der Reboot-Teil, ein bisschen was haben. Kurzum, das war immer ein hoher Aufwand, wo es um Orchestrierung, Automatisierung, Testen etc. geht. Und deswegen ist das eins der Feature, über das ich sehr, sehr froh bin, dass das Thema Upgrade der Integrationsdienste in Hyper-V-VMs vereinfacht wird. Vereinfacht auf zwei Arten. Erstens werden die Hyper-V-Integrationsdienste vom Host-Betriebssystem losgelöst. Ein Update auf dem Host-OS bedeutet nicht automatisch, dass ich auch zwingend neue Integrationsdienste für meine virtuellen Maschinen brauche. In vielen Fällen bietet sich das vielleicht mal an. Wie bringe ich dann diese neuen Integrationsdienste in meine Hyper-V-Hosts, in meine Hyper-V-VMs? Relativ einfach, ich mache gar nichts.
Ich lasse meinen ganz normalen Windows Server Update Prozess laufen, egal ob über VESUS, egal ob über Microsoft Update, das ist erstmal egal. Solange ich die entsprechenden Kategorien freigegeben habe, landen die neuen Integrationsdienste vollautomatisch auf den virtuellen Maschinen, beim nächsten Reboot oder wann immer der nächste Patch-Zyklus ansteht und ich habe plötzlich relativ wenig Arbeit damit. Mache ich das nicht und installiere keine neuen Integrationsdienste, habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe das System wieder zurück auf andere Hyper-V-Hosts dabei. Und dadurch, dass es ein Windows-Update ist, kann ich Windows-Updates auch deinstallieren. Das heißt, selbst wenn ich sage, ach, die neuen Hyper-V-Integrationsdienste sind schon drauf, die will ich aber gar nicht, weil ich vielleicht doch wieder einen älteren Host benutzen möchte, typischerweise kommt dieser Fall kaum vor, aber die Frage kommt immer wieder, dann deinstalliere ich das Update einfach. Und wenn ich sage, ja, ich möchte neue Hyper-V-Hosts zwar integrieren, die Updates integrieren, aber meine Gastbetriebssysteme erst 2 Wochen später patchen, ja, dann steuere ich halt meine VESUS Policy entsprechend oder meine System Center Configuration Manager Policy entsprechend, ohne dass ich jetzt mir auch zusätzliche PowerShell Workflows bauen muss, sondern ich mache das über die gleichen Management Werkzeuge wie alles andere auch und ich persönlich finde das ein sehr, sehr schönes Feature. Ich brauche also keine zusätzliche ISO mehr, diese VM Guest ISO, die wird es nicht mehr geben, sondern alle Betriebssysteme, die zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit supported werden, bekommen ihre entsprechenden Updates über Windows Update. Das heißt, auch ältere virtuelle Maschinen, wie zum Beispiel Windows Server 2012 R2, Uralt-Betriebssystem, erhält für Windows Server wie NextHost seine entsprechenden Integrationsdienste über Windows Update und Microsoft Update. Wenn man sich die Integrationsdienste von Hyper-V mal anschaut in vNext, dann stellt man eine klitzekleinigkeit fest. Die Hardware-Anforderungen an Hyper-V verändern sich. Wer schon mal mit Hyper-V auf Windows 8 oder Windows 8.1 gearbeitet hat, der hat an einer Stelle andere Systemvoraussetzungen auf einem Server. Er braucht nämlich ein CPU-Feature namens Second Level Address Translation, kurz LAT. Sorgt ungefähr für 25-30% mehr CPU-Performance im Virtualisierungsumfeld, klingt deswegen erstmal ganz gut, war bisher für Serverbetriebssysteme nicht verbindlich. Mit Windows Server vNext braucht auch die Serverbetriebssystemversion von Hyper-V zwingend eine SLAT-fähige CPU. In meinen Augen ist es relativ schwierig, eine CPU zu finden, heute das Feature nicht mitbringt, denn alle verkauften Intel-CPUs der letzten 5 Jahre bringen das Feature mit. Also die Core 2 Duo oder Quad CPUs, die vor 5 Jahren mal abgekündigt wurden, war die letzte Generation, die es nicht an Bord haben. Und ja, wer ältere Produktionshosts im Einsatz hat, der sollte dann da vielleicht mal entweder mal Hardware-Refresh nachdenken oder den bestehenden Windows-Server noch im Einsatz lassen. Fragen bis hierhin? Mutige vor. Dann nicht. Wer hat schon mal mit Snapshots oder Checkpoints gearbeitet? Praktisch alle. Im Produktionsbetrieb. Eben. Genau, super. Ich lasse die Frage und ich stelle die Frage um. Wer hat schon mal mit Checkpoints, Snapshots, wie man sie nennen möchte, im Produktionsbetrieb gearbeitet? Hand hoch. Keiner. Schon traut sich keiner mehr. Ist klar, ist klar. Nehme ich jedem von Ihnen ab, gar kein Problem. Das macht man so jeden Tag. Kurzum, macht praktisch jeder. Kurzum ist ein super schönes, spannendes Feature. Ich habe Kunden, die haben damit ihr Backup ersetzt. Ja, auch wenn das genau das ist, was man damit nicht tun sollte. Und von einer laufenden virtuellen Maschine ein Checkpoint, wie es neuerdings heißt, zu ziehen, hat einen ganz entscheidenden Nachteil zum regulären Backup. Weiß jemand welchen? Man braucht beide Dateien. Ich kann nur einen Vollrestore machen. Man braucht beide Dateien, man kann nur einen Vollrestore machen, sind beides wichtige Nachteile. Der wesentliche fehlt noch. Applikationsinkonsistenz? Jawohl, ein Hyper-V-Checkpoint hat keine Ahnung von VSS. Bedeutet, ich friere die Platte in dem Moment ein, aber wenn sich gerade noch in irgendeinem Puffer was befindet, bekommt die entsprechende Anwendung kein Signal, diesen Puffer vor dem Snapshot oder Checkpoint zu löschen. Bedeutet, wir haben 3, 4, 5 Support Calls die letzten Jahre jeweils pro Jahr gehabt, wo die Leute nach einem Zurückspringen auf einen Snapshot, ja, man könnte sagen, jämmerlich geweint haben. Denn die Möglichkeit, denen zu helfen, ist auch relativ schwierig, wenn man sagt, na gut, da müssen wir halt mal ins Backup. Und die Kollegen dann sagen, naja, das ist unser Backup, dann ist das halt relativ witzlos. Das Ganze wird ein bisschen vereinheitlicht. Neues funktionelles Feature mit dem schönen Titel Production Checkpoints sind, wie der Name schon sagt, jetzt Checkpoints, die für den Produktionseinsatz supported sind und jetzt zum Beispiel VSS nutzen.
Die machen genau das Gleiche, als wenn ein Backup passieren würde. Sorgen also für Applikationskonsistenz. Nicht in 100% aller Fälle ist das jetzt perfekt. Auf einem Linux-Betriebssystem flashen sie die Caches. Das ist also schon ein bisschen durchdacht dahinter. Aber es ist immer noch kein Ersatz für ein Backup. Deswegen heißt es auch Production Checkpoint und nicht Production Backup Technology. Daher bitte, bitte, bitte trotzdem zusätzlich ein vernünftiges Backup-Konzept im Hinterkopf haben, um das vernünftig zu lösen. Aber all die schönen Konsistenzvorteile, die mir mein Backup-Tool, was Hyper-V Awareness bietet, bekomme ich dann auch für Checkpoints dahinter. Wie eine Restorte, vor allem aus dem Backup, ist dann auch ein angewendeter Snapshot, so als ob die VM hart ausgeschaltet wäre. Ja, also zum Beispiel muss meine VM eben oder die Anwendung in der VM das aushalten können, aber das schaffen heute die meisten Punkte. Und ich habe die Möglichkeit, diese Checkpoints dann auch in Teilen zu exportieren oder eben auf in gewisse VSS-Snapshots zurückzuspringen. Mein Gastbetriebssystem und die darin enthaltenen Integrationsdienste müssen das mitmachen. Die Standardkonfiguration sieht so aus, dass immer ein Production Checkpoint versucht wird. Und falls der fehlschlägt, warum auch immer, weil VSS in der VM deaktiviert ist, erstellt er einen Standard Checkpoint, so wie wir ihn aus der bisherigen Version von Hyper-V kennen. Schauen wir uns gleich einmal an. So, dann werfen wir einen Blick ins System. Wie angedroht, zwei verschiedene Builds. Ich habe hier auf meinem Desktop die Client Preview, die Enterprise Preview in Build 9879. Ich hoffe, man kann das von hinten ein bisschen erkennen. Und ich habe mich per VPN in einem Demo Center bei uns eingewählt, wo ich ein Hyper-V-Cluster am Laufen habe mit allen möglichen Demo-Maschinen, von denen viele außen eine eingeschaltet sind, ein Zwei-Knoten-Cluster dahinter. Die heißen beide irgendwie W12, Hyper-V3 und Hyper-V4. Das ist eine klitzekleine Lüge, weil der eine Knoten davon läuft auf VNext Preview auf dem Bild, was ich vorhin in der PowerPoint angekündigt habe. Während der andere, das können wir mal ganz kurz zum Beweis auch bringen, der ist hier, ein ganz normaler Windows Server 2012 R2 ist mit halbwegs aktuellem Patch Level 6.3. Und wenn ich hierhin zurückspringe und hier einfach mal tippen könnte, habe ich dann die Version 6.4, Bild 9841 dahinter und am 16.04. ist Schluss, gut zu wissen, die jetzt Bestandteil von einem einzigen Failover-Cluster sind. Ich mache den Failover-Cluster-Manager auf, der wird blutrot sein, weil ich dieses Demo-Center nicht nur ständig ein- und ausschalte, sondern auch physikalisch bewege, physisch teile, von daher. Aber wir sehen, 52 virtuelle Maschinen habe ich da drin am Laufen, auf zwei Knoten verteilt mit gemischten Betriebssystemen dahinter. Wir haben gesagt, wir haben eine Cluster-Version, mit der wir das Ganze steuern. Ich lese das Cluster-Level einmal per PowerShell aus und wir sehen, Windows Server 2008 R2 bringt per Default das Cluster-Level 8 mit. Jetzt versuchen wir, dieses Cluster-Level einmal zu erhöhen. Welche Version bringt jetzt die nächste Version mit? Nach 8 kommt welche Zahl bei Microsoft? 10. Beim Client ist das so? Zu den Serverjungs hat sich das noch nicht rumgesprochen. Ich drück's mal so aus. Da gibt es die neuen noch im System. Relativ easy. Update Cluster Function Level über PowerShell ist und heute die einzige Möglichkeit, mit der das funktioniert. Wenn ich alle meine Clusterknoten aktualisiert habe in meinem Cluster, dann soll ich genau dieses PowerShell-Commandlet ausführen. Ich bin jetzt gerade noch dabei, ich habe jetzt einen Host upgegradet, einen noch nicht. Ich kann die virtuellen Maschinen in beide Richtungen live migrieren. Ja, also deutlicher Unterschied zu vorher. Ich kann über den Failover-Cluster-Manager, den Hyper-V-Manager sagen, ich möchte jetzt auch virtuelle Maschinen vom 4er auf den 3er zurückschieben oder auch meinetwegen den ganzen Knoten entsprechend pausieren. Er würde dann alle virtuellen Maschinen auch in beide Richtungen wieder verschieben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und wenn ich jetzt versuche, das Upgrade zu machen, obwohl mein Cluster noch ältere Knoten enthält, dann sagt er, Achtung, Achtung, das kannst du nie wieder rückgängig machen. Willst du das wirklich?
Jawohl, das will ich. Aber er sagt mir, tut mir leid, das klappt leider nicht, denn ich habe noch alte Knoten entsprechend da drin. Das heißt, ich habe versucht, das kaputt zu spielen. Ich war damit noch nicht erfolgreich. In früheren Builds ging das relativ gut, seine ganzen Klasse damit zu zerschießen. Aber in der aktuellen Server-Version funktioniert das. Und erst, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich die Möglichkeit, mich mit neueren Funktionalitäten zu beschäftigen. Ich gehe nochmal ganz kurz in die GUI, in den Hyper-V-Manager. Wir sehen, der Hyper-V-Manager, der sieht praktisch genauso aus wie vorher. Nur wenn ich mich jetzt mit einem Serversystem verbinden möchte, dann habe ich jetzt die Chance, hier zum Beispiel IP-Adressen einzutragen oder eben auch alternative Credentials zu hinterlegen, um nicht so viele verschiedene ERSA-Tools zu ermöglichen. Jetzt habe ich den Cluster hier noch nicht vollständig abgegradet, deswegen switche ich mal auf ein komplexes System, wo das schon passiert ist, nämlich beim Desktop. Diesem Notebook hier, da hostet momentan einen großen, komplexen Single-Knoten-Cluster mit Hyper-V, was schon über die aktuelle Version verfügt. Auch hier habe ich irgendwo einen Hyper-V-Manager zur Verfügung, wo weniger virtuelle Maschinen laufen. Das ist so ein bisschen der Kapazität von dem schönen Lenovo-Notebook hier vorne geschuldet, hat aber ansonsten das gleiche Feature-Set da hinten, nur eben in einem etwas aktuelleren Bild. Auch hier wechsle ich einmal in die PowerShell. Ich lese mal die VM-Version von einer virtuellen Maschine aus. Ich habe in meinem Single-Node-Cluster habe ich einen sehr modernen Fuhrpark von virtuellen Maschinen. Ich habe hier Windows-Server wie Next-Server und Clients. Ich habe Windows-Server wie Last-Clients, habe ich es mal genannt. Da steckt nichts anderes hinter als ein topmodernes Microsoft DOS 5.0, um eben ein paar mehr Workloads daraus zu bekommen. 32 MB RAM musste ich den Maschinen geben. Und wer mir nicht glaubt, dass das irgendwie abwärtskompatibel ist und läuft, da springe ich mal in die Konsole und ja, das ist nicht gefaked, das funktioniert wirklich. Ich muss mir also wenig Gedanken darüber machen, dass ein moderner Windows-Server nicht mit älteren Workloads umgehen kann. Und ich werde immer wieder gefragt, weil der Berger erzählt, ja, Linux auf Hyper-V geht ja wirklich, klappt das wirklich? Ich sage immer, naja, selbst DOS 5.0 läuft, dann wird es Linux auch schaffen. Von daher ist das, denke ich, glaube ich, ein bisschen Beweis für Heterogenität dahinter. Ja, ein virtuelles TPM könnte schwierig werden an der Stelle. Ja, wir haben eine echte Virtualisierung dahinter. Ich habe jetzt von dieser Maschine das Versionslevel einmal ausgelesen. Wo ist mein PowerShell-Fenster hin? Hier ist es. Von Version 6.1, ja, nach 8 kommt 6.1, ist das neue, die neue Versionsnummer in Windows Server wie Next für die virtuelle Maschinenversion. Jetzt importiere ich mal eine frische virtuelle Maschine, dass wir eine nicht upgradete VM mal daneben legen können. MS-DOS 5, die ist super. Die kopieren wir mal. Wir nehmen auf jeden Fall andere Pfade. C-Temp. Nee, Temp ist immer ganz schlecht für Produktionsworkloads. Deswegen nehmen wir mal CVMs. Das ist dann, glaube ich, die sechste. Das sieht besser aus. Zack, zack, weiter geht's. Wo sollen die Platten hin? Die kommen mal in den gleichen Ordner. Standardpfade ändern ist immer eine gute Geschichte. Jetzt meckert er und sagt, ah, die virtuelle Maschine, die gerade versuchst zu importieren, die ist mit 16 MB RAM konfiguriert. So viel Abwärtskompatibilität haben wir dann doch nicht mehr. Mindestens 32 braucht die virtuelle Maschine. Also geben wir mal 32. Wir importieren die. Bitte? Ja, aber die DOS-VM hat weniger. Ja, 32 MB DOS 5 noch läuft, oder schon läuft. Funktioniert relativ gut. Das lief sogar mit 4 MB. Wir sehen jetzt hier VM-Version 5, also die VM-Version, die sehe ich auch in der GUI dahinter. Wenn ich jetzt in die Settings dieser virtuellen Maschinen gehe und auf den Punkt Checkpoints gehe, dann ist jetzt hier als Default der Standard-Checkpoint aktiviert, also so wie wir ihn aus Windows Server 2012 R2 kennen. Ich sage jetzt, hey, ich will das super schöne neue Feature Production Checkpoint benutzen. Apply das und sagt, sorry, das klappt nicht, weil dieser Typ an virtuellen Maschinen, der kann mit diesen schönen neuen Features nicht umgehen. Der braucht die VM-Version 6 und die verpassen wir dem jetzt einfach mal. Okay. Update VM Configuration. Name der VM dahinter.
Achtung, Achtung, das klappt jetzt einmal. Auch dieser Schritt, der geht nie wieder zurück. Und wenn du das wirklich machst, dann kannst du diese vor allem nicht wieder auf ältere Versionen eines Hypervisors betreiben. Das war in der Vergangenheit das automatische Standardverhalten. Von daher sage ich, jawohl, mach alles wie immer. Und auch wenn da jetzt ein Betriebssystem drin läuft, was jetzt nicht unbedingt das neueste, höchste, moderne Gastbetriebssystem dahinter ist, dann macht er das entsprechend dahinter. Wenn ich jetzt versuche, einen Production-Checkpoint von dieser VM durchzuführen, dann wird das schlichtweg fehlschlagen, weil MS-DOS 5 kein VSS kann. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber wir nehmen jetzt mal eine aktuelle virtuelle Maschine. Wenn wir schon drin sind, die virtuelle Maschine läuft, running, die hat momentan 1 GB RAM, das ist ein bisschen wenig, also sagen wir doch mal, du kriegst mal 6 GB RAM. Ah, sagt er, schade, das klappt nicht. Schauen wir uns doch mal an, warum. Ah, ich habe gar nicht so viele drin, ja, das kann nicht klappen. Aber einer laufenden virtuellen Maschine mehr statischen Arbeitsspeicher zu geben, und so viel habe ich gerade noch drin, klappt problemlos. Und wir sehen, die zieht er auch sofort. Und relativ spannend ist, das geht auch wieder zurück. Man sagt, naja, der hat ja jetzt noch nichts reingeladen so schnell. Ja, deswegen war das ja kein Problem. Der RAM war ja leer. Dann klappt auch sowas. Er sagt jetzt, Achtung, Achtung, ja, ich muss jetzt ein bisschen zusammenstauchen, aber ich kann tatsächlich eine laufende virtuelle Maschine auch statischen Arbeitsspeicher wieder wegnehmen. Wie gesagt, ich weiß nicht, würde aber auch schlicht nicht mehr funktionieren, oder? Gucken wir mal. Gucken, wie der Legende ist. Alarm, Alarm. Schafft er nicht, weil ein bisschen was braucht er. Wir haben zwei Modi dahinter. Wir haben einmal die, das ist jetzt weniger als er momentan nutzt, aber wir quetschen das mal alles ein bisschen zusammen, Modi. Und wir haben eine hart reinprogrammierte Grenze, die liegt irgendwo bei 670 MB, glaube ich, für die Technical Preview bei VNext, wo er sagt, tiefer kann ich nicht. Das ist momentan ganz klar der Fall. Ich glaube auch nicht, dass ich jemals eine Windows Server VNext mit 32 MB RAM sehen werde. So, in dem Moment, wo ich jetzt die laufende virtuelle Maschine verändern möchte, sehen wir immer noch SCSI-Controller und Virtual Fiber Channel Adapter. Das war vorhin die Frage, wie kriege ich denn jetzt ein Tape an eine DPM-VM ran? Sind weiter ausgegraut, aber Netzwerkadapter kann ich im laufenden Betrieb hinzufügen, Hyper-V-Community, VLAN editieren oder aber das Ding auch wieder wegnehmen, ohne dass ich die virtuelle Maschine dafür neu starten muss, anhalten muss. Das klappt. Checkpoints. Hier sehen wir jetzt eine upgradete VM, die hat im Standardverhalten Production Checkpoints an. Und für den Fall, dass sie keinen Production Checkpoint hinbekommen kann, warum auch immer, erstell bitte einen Standard Checkpoint. Das schauen wir uns mal an. Der Prozess, so einen Checkpoint zu erstellen, ist genauso wie vorher. Ein Production Checkpoint ist ein bisschen langsamer in der Erstellung als ein Standard Checkpoint, weil er eben erst eine VSS-Konsistenz auf Gastbetriebssystem-Niveau sicherstellt. Deswegen dauert das ein paar Sekunden länger, taucht aber ansonsten dann hier im Checkpoint-Baum gleich genauso auf wie bisher. Mache ich das mit meiner DOS-VM und sage, hey, ich möchte gerne auch bei dir einen Production-Checkpoint machen, dann sagt er, nice try, aber VSS ist mit diesem Gastbetriebssystem nicht möglich und er macht deswegen ein Failback zu einem Standard-Checkpoint. Wenn wir jetzt die beiden Ansichten hier mal vergleichen, dann sehen die erstmal relativ identisch aus. Der Unterschied ist der, dass nach dem Anwenden eines Snapshots, eines Checkpoints, der Standard-Checkpoint die virtuelle Maschine gleich im Ursprungszustand hat. Bedeutet, die VM ist eingeschaltet, denn ich habe den Checkpoint ja im laufenden Betrieb gemacht und der Production-Checkpoint die VM ausschaltet. Wenn Sie schon auf die dumme Idee kommen müssen oder meinen zu müssen, einen Standard-Checkpoint erstellen zu müssen auf Produktions-VMs, fahren Sie die VM wenigstens vorher herunter, um so viel Konsistenzsicherung wie irgendwie möglich zu betreiben. Fragen dazu? Ansonsten ist es Hyper-V, wir fühlen uns nach wie vor wohl, es sieht immer noch aus wie bisher. Sprechen wir noch mal ganz kurz über ein, zwei erweiterte Szenarien. Ich habe vorhin angesprochen, Hyper-V Replika ist eins der beliebtesten Szenarien rund um den Einsatz von Hyper-V. Auch da gab es so ein paar, ja, ich sag mal, Komfortstufen, wo man sich in der Vergangenheit so ein bisschen geärgert hat. Man hat die Replikation von virtuellen Maschinen eingerichtet und irgendwann kommt immer mehr und mehr und mehr Datenwachstum auf die Festplatten. Und man vergrößert eine virtuelle Festplatte auf der einen Seite, musste man diese Vergrößerung auf der anderen Seite nachziehen, was man typischerweise gerne vergisst und irgendwann das Replikat einfach dann gesagt hat, sorry, bis hier und nicht weiter. Jetzt ist es so, dass ein Hot-Add von Festplatten auf beiden Seiten automatisch
automatisch passiert. Ich muss also nicht mehr diese asynchrone Konfiguration vornehmen, sondern in dem Moment, wo ich an der Quell-VM eine neue Festplatte dranhänge, dann erstellt sie sich automatisch auch auf der Zielseite. Ein anderes schönes Szenario, dass ich auch hier ein Cross-Plattform-Replika habe, bedeutet, ich kann virtuelle Maschinen von Windows Server 2012 R2 nach Windows Server VNext replizieren und andersrum. Kann also auch ein schönes Upgrade-Szenario sein, wenn ich die Mixed-Mode-Clusters, die helfen mir, wenn ich mehrere Hyper-V-Hosts an einem Standort habe. Die Replikation über Hyper-V-Versionsgrenzen hinweg kann mir helfen, wenn ich mehrere Hyper-V-Hosts an verteilten Standorten habe. Das ist ein bisschen als Überblick zu den Kernfeatures. Noch ganz kurz zwei, drei Dinge, die ich nirgendwo anders reinbekommen habe. Und dann sprechen wir noch ganz kurz über die Abhängigkeiten, die ein Hyper-V-System so mit sich bringt. Arbeitet wer mit Remote FX in Hyper-V-Maschinen? Sieht nicht so aus. Ich habe ein paar Kunden, die das machen. Es sind nicht viele, aber ein paar machen das, um 3D-Workloads in VMs zu bringen. Die kaufen dann aber auch wirklich Serversysteme, wo Grafikkarten drinstecken. Und bisher war sowohl das Feature-Set dieser Grafikkarten auf Microsoft AVX limitiert, als auch die entsprechende Leistung dadurch einfach eingeschränkt, welche Anwendungsszenarien dadurch supported wurden. Das neue Microsoft, so nenne ich es jetzt mal, öffnet sich ja für alles und jeden, bietet uns deswegen heute auch Support für OpenGL und Co. an in den jeweils aktuellen Versionen, mit dem wir eben auch andere Grafik-Engines benutzen können. Dazu haben die Hyper-V-Programmierer aus meiner Sicht ein Feature eingebaut, extra für den Kollegen Carsten Rachfall da hinten, nämlich für die Leute, die Hyper-V auf einem Surface betreiben und vermutlich jeder andere Microsoft-Mitarbeiter auch, denn Hyper-V kann jetzt Connected Standby. Das wichtigste Rechenzentrum-Feature überhaupt. Ich bin noch in der Lage, E-Mails zu empfangen, wenn mein Hyper-V-Host im Standby ist. Hyper-V im Standby ist das schon so. Ja. Ich habe die Chance, mehr Energie zu sparen. Green IT wird noch ein bisschen stärker in den Vordergrund getrieben. In dem Zuge kommt immer die Frage, kann ich jetzt Hyper-V in Hyper-V installieren? Nested Virtualization. Meine Antwort, probieren Sie es aus. Kurze Antwort, nein. Aber wenn Sie ein schönes Szenario, ein Grundszenario für sowas haben, sind wir da sehr offen. Genau. Carsten wünscht sich gern dieses Feature. Die Hyper-V-Entwickler sagen, naja, warum soll ich ein Feature bauen, was nur für dich ist? Ich habe doch schon das Surface 3 Power Standby Feature für dich gebaut, also sei doch endlich ruhig. Aber die VMware Virtualisierung ablösen, indem man sie direkt auf dem Hyper-V virtualisiert. Ja. Wäre doch ideal. Ja, es gibt aber andere Möglichkeiten, das zu lösen. So ein richtiges Produktionsszenario für Nested Virtualization gibt es nicht, sondern es ist für Leute wie uns, die im Consulting-Bereich präsentieren, Demos machen, da hilft es ungeheuer, die Sache ein bisschen zu verleichtern, aber einen wirklichen Produktionsvorteil habe ich an der Stelle nicht. Und deswegen sagt Microsoft, dann packen wir die entsprechenden Programmierressourcen noch besser dahin, wo sie aufgehoben sind. Das war die Aussage zur letzten Generation. Ich persönlich glaube nicht, dass sich unglaublich viel auch bei der nächsten Version daran ändern würde. Stand jetzt in der Preview funktioniert es nicht, aber eine offizielle Aussage dazu gibt es noch nicht. Du hast ein Feature gesagt, das mindestens Voraussetzung ist, dass das SLAT. Ja. Das macht es natürlich dann nochmal schwieriger, die Messe-Virtualisierung oder das ja auch dann virtualisiert. Genau, ich müsste das Feature dann mit emulieren, aber es gab auch mal eine Zeit, da hatten wir kein virtuelles Fiber Channel in der VM, von daher alles ist theoretisch möglich. Microsoft hat vor langer Zeit angefangen, sich für das Thema Security zu interessieren, Security Development Lifecycle, um so Trojaner und sowas ein bisschen einzudämmen. Und eines dieser Ergebnisse der Initiative war das Thema Secure Boot. Ein Betriebssystem-Kernel darf nur booten, wenn der Hashwert dieses Kernels auch den vorbestimmten Werten entspricht. Und dieses Secure Boot genannte Feature hat den Weg in Hyper-V gefunden. Und die Whitelist an erlaubten Betriebssystemen umfasste Kernel-Hashes von einer ganzen Menge von Betriebssystemen. Da gingen eigentlich alle Betriebssysteme, solange das erste Wort im Namen mit Microsoft anfing. Und wenn man nach Microsoft und Secure Boot sucht, Suchmaschine der Wahl, dann findet man als erstes seitenlange Hasstiraden in irgendwelchen Heise-Foren von irgendwelchen Linux-Jüngern, die sagen, das finden wir doof. Das neue Microsoft öffnet sich auch hier und sie haben jetzt nicht nur, und das finde ich so überraschend und so deutlich zeigend, wie Microsoft tickt. Die haben jetzt nicht einfach nur die aktuelle Linux-Distribution genommen und die entsprechenden Hash-Werte aufgenommen. Nein, sie haben ihren Master-Schlüssel, um diese Hash-Werte zu generieren, an die entsprechenden Linux-Distries gegeben. Das heißt, sie sind in der Lage, eine neue Version ihres Linux-Betriebssystems selber zu signieren mit dem entsprechenden Secure-Boot-Schlüssel von Microsoft.
Das ist nicht nur, alles klar, du darfst mitspielen, sondern hey, ich vertraue dir plötzlich. Also ein sehr, sehr deutlicher Wandel, wie das Ganze dabei funktioniert und sorgt dafür, dass Linux und Secure Boot heute auch damit funktioniert. Mein persönliches Highlight, ein topmodernes Verwaltungswerkzeug, Command Prompt. Wenn ich hier drauf lostippe, dann, es funktioniert immer Copy and Paste irgendwie, aber ich kann jetzt hier Steuerung V drücken. Ja, ich muss nicht mehr umständlich durch irgendwelche Menüs. Und ich habe nach jeder Demo, wo ich das gezeigt habe, 5 Leute hier vorne stehen gehabt, die gesagt haben, bei mir funktioniert das nicht, deswegen zeige ich es auch. Dann muss ich einmal auf dieses schöne Bettchen klicken, unter Properties gehen, unter Experimental gehen und dieses Häkchen ersetzen, sonst klappt das nicht. Das ist die häufigste Frage, die ich momentan auf meine VNext-Präsentation bekommen habe. Von daher dachte ich, stelle ich die gleich erstmal aus dem Weg. Carsten. Kannst du dann gleich noch die Transparenz zeigen? Nein. Doch, Vista war früher. Ja? Vista war früher. Ja, du kannst sehen, was dahinter ist. Genau, man kann die Fenster transparent machen. Ich habe von älteren Microsoft-Betriebssystemen gehört, wo das mal drin war. Ich kann gleichzeitig tippen und hinten dran mein Video tippen. Ich kann gleichzeitig das Desktop-Hintergrundbild betrachten. Und du kannst selber Untertitel in den Videofilm machen. Genau. CMD ist auch das ideale Werkzeug dafür. Soviel zum Thema Hyper-V. Kurzüberblick. Ich will ganz kurz nochmal 2, 3 Sätze zu den Abhängigkeiten Storage, Netzwerk und Clustering verlieren. Warum? Weil kein Hyper-V-Cluster ohne Netzwerk, Storage oder Clustering funktioniert und da ein unglaublich hoher Anteil Entwicklungsleistung reingeht. Wir werden vermutlich in den nächsten Hyper-V-Community-Meetings uns deutlich tiefer in genau diese Themen reindrillen, auch wenn neue Preview-Versionen zur Verfügung stehen. Deswegen geht es mir jetzt rein darum, ein bisschen anzuteasern, was steckt dahinter. Carsten hat sich schon mal sehr ausführlich im Rahmen des TAP-Programmes vom Windows Server VNext damit beschäftigt und wird sicherlich auch ein bisschen was dazu sagen können. Ich springe noch mal ganz kurz in die Demo zurück zum Thema Storage Quality of Service. Wer hat schon mal mit Storage Quality of Service in Windows Server 2012 R2 gearbeitet? Ein paar Hände gehen hoch. Ich wette, man wird mit Maximum Policies und Werten gearbeitet haben. In den Eigenschaften einer virtuellen Maschine konnte ich schon immer Quality of Service Management aktivieren, um zu sagen, eine virtuelle Maschine kriegt eine Obergrenze, wie viel Leseschreiboperationen, IO-Operationen sie auf der Festplatte ausführen darf, um andere virtuelle Maschinen, die darauf liegen, nicht negativ zu beeinträchtigen. Relativ sinnvolles Feature. Dazu gibt es so ein Minimumfenster, das kann ich auch editieren. Ich kann hier 2000 IOPS reinschreiben. Solange meine 3400 RPM schnelle Notebook-Festplatte diese 2000 IOPS nicht liefern wird, ist die Funktionalität von dieser Box erstmal relativ überschaubar. Was passiert? Ich bekomme eine Alarmierung. Bitte? Du kriegst aber eine Menge Events dann, ne? Ich bekomme eine Menge Events, ja, ich bekomme eine Alarmierung, aber nicht im Windows-Event-Log, wo ich vielleicht suchen würde, nicht in irgendeiner Textdatei, die ich vielleicht im Hyper-V-Verzeichnis irgendwo finde, sondern wenn ich den WMI-Namespace abfrage und gezielt nach einem gewissen Event Ausschau halte, dann finde ich es da. Und zwar auch nur da. Und sagen wir es mal so, ich suche da täglich. Von daher hat diese Funktion bisher relativ wenig gebracht an der Stelle, aber es tut sich ein bisschen was in der Richtung. Es wird jetzt ein echtes Storage Quality of Service, was zum Beispiel bei Scale-Out-File-Servern im Default aktiv ist und tatsächlich auch eine minimale Quality of Service für einzelne Hyper-V-VMs in einem optimalen Setup garantieren kann. Nicht wahr, Carsten? Ja. Wollen wir nach vorne kommen? Wenn du ein paar Details dazu erzählen möchtest, sehr gerne. Ansonsten reicht mir auch dein Ja. Eine Frage hätte ich. Immer. Gibt es jetzt irgendwann mal eine Möglichkeit, dass man mal sein System austesten kann? Auf einfache Weise, wie viel habe ich denn überhaupt, die ich vergeben kann? Es gibt standardisierte Benchmarks. Viele benutzen IOMeter. Ich nutze ein etwas anderes Tool, was ein bisschen Microsoft-Minded ist, was mir einen Richtwert gibt. De facto ist es so, dass das keine exakte Wissenschaft ist, dass ich sage, ich habe da jetzt 16 Festplatten vom Typ MD304A12 mit Firmware 116, sondern letztendlich löse ich das mit Lasttests wie IOMeter und Co., wo ich ein Gefühl dafür bekomme. Der Punkt ist an der Stelle nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist für mich nicht, wie viel bekomme ich denn her, denn ich kann die Policies auch prozentualen Werten setzen. Diese Nummer kann ich aus dem Weg gehen. Viel spannender ist aber, wie viel IOPS darf ich denn meinem Workload jetzt geben, bevor er sich beschwert? Wie viel braucht er denn zum normalen Arbeiten? Ich setze ja ein Maximum, damit ich die VM für den Fall, dass irgendein Fehler in der VM passiert und sie unendlich viel IOPS erzeugt, ich vor diesem Fall schützen möchte. Und dieses Balancing zu finden, das ist in meinen Augen die größte Herausforderung und das braucht ein bisschen Feintuning. Carsten.
Zu den IOPS kurz was. Es gibt ja nicht den IOP, sondern da hängt ja immer auch eine Größe mit zusammen. Wie groß ist so ein IOP? Und wenn man dann hört, 1 Million IOPS, muss man gleich fragen, mit welcher Größe? Also Microsoft normiert hier auf 8K. In der Realität habe ich aber nicht nur 8K IOPS oder 16, sondern ich habe auch 12K IOPS oder 41K IOPS. Also es hängt wirklich davon ab. Deswegen ist es immer ganz schwierig, wovon redet man da. Was lesen, schreiben, random kommt dann auch dazu. Also so ein Storage-System zu beurteilen, ist eine ganz schwierige Sache. Udo war mal früher bei einem Storage-Hersteller und ich habe ihn mit der Frage konfrontiert, wie sieht denn das so typischerweise bei Exchange aus oder bei SQL oder so? Deine Antwort war, glaube ich, ja, da haben wir Tools für, aber klassische Consultant-Antwort, kommt drauf an. Kommt drauf an, das ist genau immer die richtige. Also, und bei Virtualisierung haben wir natürlich ganz unterschiedliche Lasten, die alle in VMs laufen, also ein ganz schweres Thema. Was Microsoft hier macht, du sagst es vorhin so schön beim idealen Stack, also wenn das Ganze komplett Microsoft ist, Storage Spaces, Scale-Out File Server, Hyper-V. Und wenn man das einschaltet, kann man sehen, was die einzelne Hyper-V in ihrer V-Disk braucht. Mit 5 Minuten, wie sagt man, gemittelten Werten. Also da kann man schon sehen, was im Storage-System dann gebraucht wird, was sehr interessant ist. Thema ganz interessant, wir werden uns das in einer der nächsten Hyper-V-Communities bestimmt angucken. Da kommt man hier, glaube ich, nicht rein. Wir werden uns da tiefer reindrillen müssen, ich glaube auch. Es hat irgendwas mit uns zu tun, ich weiß noch nicht was. So, zwei Sachen, die ich ansprechen möchte bei dem untersten Thema, lasse ich es wieder bei dir. Storage-Replikation, das ist etwas, was ganz viele Kunden fordern. Also wenn wir heute Scale-Out-File-Server bauen mit SAS-Storage drunter, dann ist das lokal eine relativ eingegrenzte Geschichte. Ich werde, wenn ich das mache, immer von den Kunden gefragt, ja, jetzt will ich aber in ein anderes Datacenter meine Daten auch noch replizieren oder einen anderen Rechnerraum oder was auch immer. Geht heute nicht. Sowas kennt man von Enterprise-Storage-Systemen, die haben eine synchrone Replikation eingebaut und Microsoft bringt das jetzt auch basierend auf Volumen. Das heißt, ich kann ein Volumen auf ein anderes Volumen replizieren und dabei ist vollkommen egal, auf was für einem Storage das liegt. Das heißt, der Traum, den viele haben, ich habe hier ein SAN, iSCSI-System oder ein Fibre-Channel-System, habe ich hier an Standort A und ich habe noch eins an Standort B. Das hat aber keine Replikation eingebaut, weil oder ich habe sie nicht gekauft, weil sie zu teuer war. Mit Windows Server obendrauf kann ich das jetzt machen. Und das ist auch voll Support. Das ist ein furchtbar entscheidender Einschritt für viele Storage-Strategien, denn was kostet mich denn diese Storage-Replikation hier? Meine Windows-Server-Lizenz, die ich für meine virtuellen Workloads eh habe. Das heißt, das kriege ich als Gratis-Feature on top dazu. Bandbreite. Was? Bandbreite. Ja, ich brauche ein bisschen Bandbreite zur Replikation. Das brauche ich aber egal, welches Produkt ich nehme. Und da, ganz ehrlich, in einem On-Premise-System, wo ich sage, zwischen zwei EDV-Räumen, da ist das irgendwie nicht das Thema, sondern das habe ich, die ziehe ich die Leitung. Aber was kostet mich denn so eine hardwarebasierte Replikation für mein Enterprise-Storage-SAN? Kurzum, viel. Das ist das Feature, was das halt die Größe des Kuchens vom IT-Budget bestimmt. Das ist das Feature, wo es ganze Produkte und Produktbereiche, Hersteller, die darauf spezialisiert sind, gibt, die nichts anderes machen als solche Features und davon relativ gut leben. Ich kann mir vorstellen, dass die momentan ein bisschen komisch aus der Wäsche gucken. Wir allerdings sollten uns einfach freuen, dass wir diese Funktionalität, egal ob synchrone Replikation oder auch asynchrone Replikation, dass ich also auf schwächere Hardware für einen Backup-Fall, für einen Desaster-Fall einfach im laufenden Betrieb rüber replizieren kann, von einem ganz normalen Windows-Volume auf eine andere Technologie, eine andere Storage-Technologie. Darüber sollten wir uns einfach freuen. Ganz wichtig, bevor man zu euphorisch wird, das Quellvolumen und das Zielvolumen müssen die gleiche Geometrie haben, also gleich groß sein und die gleiche Blockgröße verwenden. Sonst kann ich auch sagen, ich habe hier einen Fibre-Channel-SAN und ich repliziere meinetwegen auf ein NAS oder so etwas, was günstigeres, ist möglich, aber gleich groß und gleiche Blockgröße. Ja? Bedeutet, ich habe es geschafft, von einem Blade-System auf dieses Notebook zu replizieren, was ja, ziemlich gleich in der Hardware ansonsten ist. Ne? Gleich groß oder größer? Gleich groß gleich reicht. Gleich groß ist die aus. Ja. Ja, aber es darf auch größer sein, das war die Frage. Ja, es darf auch größer sein, natürlich. Ich repliziere auf Volume-Basis. So, und es geht darum, dass das Volume die gleiche Größe hat. Aber mein Datenträger unten drunter kann natürlich beliebig größer sein. Ich kann sogar mit Sim-Provisioning arbeiten, dass ich sage, ich lege jetzt das größere Volume erstmal auf einen kleineren Sim-provisionierten Storage-Bereich ab, den ich dann vielleicht später vergrößern muss. Auch das funktioniert. Der wichtige Punkt ist nur, dass die Storage-Replikation blockbasiert innerhalb des Volumes erfolgt und deswegen einfach die Blockadressierung identisch sein muss. Ansonsten kann ich von meinem teuren Enterprise-Storage
System auf eine billige USB-Festplatte replizieren, wenn ich das möchte. Was wichtig ist, die synchrone Replikation bedeutet in der Regel, dass mein, sagen wir mal so, ich habe keine Storage-Replikation, also ich schreibe direkt auf einen Datenträger, dann habe ich da ja eine gewisse Performance hinter. Sobald ich Replikation dazu nehme, kommen Latenzen hinzu. Das heißt, meine Replikation ist in der Regel langsamer, das muss ich beachten. Deswegen sagt Microsoft bei synchroner Replikation nicht mehr als eine Roundtrip-Time von 5 Millisekunden. Das heißt, was passiert? Ich schreibe jetzt nicht mehr direkt auf meinen Datenträger, sondern ich habe immer noch zusätzlich ein Logfile. Es wird erst das Logfile geschrieben, dann werden die Daten von dem Logfile rüber auf meine andere Site geschrieben. Die Site muss antworten, dass sie da ist, und dann geht es zur Applikation, ja, ich habe geschrieben. Das Logfile würde standardmäßig oder wäre sinnvollerweise auf einer SSD, also auf einer sehr schnellen Plattform. Und dann werden erst die Daten, die in den Logfiles sind, auf die realen Datenträger rüberkopiert. Ja, ist wichtig, also das Konzept ist hier SSD. Es soll, also der NetPile, der verantwortliche Produktmanager zu dem Thema ist, hat gesagt, es gibt sogar Szenarien, wo das schneller ist als ein direktes Schreiben, weil hier die SSD hinzukommt als SSD-Cache. Ich habe also ordentlich Performance und gleichzeitig ein bisschen Ausfallsicherheit dahinter. Carsten, du hast dich im Rahmen deines Tabs intensiv auch mit dem Storage Spaces Shared Nothing Feature beschäftigt, was unglaublich hype klingt. Frage. Ich wollte nur kurz sagen, damit kann man sich aber auch ins Knie schießen. Ja, weil wenn ich irgendwann kannst so du ja mit jeder Technologie. So ja. viel in die SSD schreibt, dass die Platten, die es dann eigentlich wegschreiben sollen, nicht mehr hinterherkommen, habe ich ein Problem. Ja. Definitiv, aber... Aber du siehst natürlich an, wie groß dein Log ist und so weiter, ja. Also du musst auch da aufpassen, es gibt keine, keine Lösung, wo du dir eigentlich nicht ins Knie schießt. Genau, wenn du da Hilfe brauchst, dann kriegen wir das auch hin ohne Storage Application. Also. Und noch ganz kurz, asynchron ist eventuell auch interessant, da wird nur in das Log-File geschrieben und dann gibt es sofort das Akt zurück für die Anwendung und dann wird erst das Log rüber repliziert. Also wenn ich längere Strecken habe oder sehr zeitsensitiv bin, kann ich auch mit asynchroner Replikation arbeiten. Da muss ich natürlich noch mehr aufpassen, dass mein Log nicht auseinanderläuft. Ne? Weil meine Applikation kriegt ja eher ein Okay und wenn die mehr Daten dann schiebt, kannst du Probleme haben. Ja, schönes Feature. Ja. Weitere Fragen? Größer im laufenden Betrieb? So. Nein, momentan nicht. Replikation wegnehmen, Brechen, größer machen, aktivieren. Größer machen, einschalten. Kompletter Resync? Ja. Nee, nix beten. Kompletter Resync. Momentan in der Preview. Wer weiß, wie es in der nächsten Preview, wie weiß, wenn es in einer RTM-Version später mal aussehen wird, aber das ist momentan schon eine Technik. Weitere Fragen dazu? Warte, ganz kurz. Dirk setzt ein extrem teures System mit Storage-Replikation ein und da gibt es noch sicherlich das ein oder andere Feature, was hier fehlen wird, wie bei Microsoft immer bei der ersten Version. Aber Microsoft hat da immer ein bisschen Raum, was nach. Genau, es ist ein V1-Release, aber nichtsdestotrotz fallen mir davon schon gleich mehrere Produkte, die auch einen ordentlichen Verbreitungsgrad am Markt haben, ein, die genau heute kostenpflichtig Add-ons sind, aber in meinen Augen durch so ein Feature dann obsolet sind. Und für alle anderen, die sich bisher nicht mit dem Thema beschäftigt haben, eine sehr, sehr einfache Möglichkeit bietet, auch eben für eine Datenduplizität zu sorgen. Wenn wir uns den klassischen Failover-Cluster anschauen, dann habe ich viele Storage-Knoten, viele Compute-Nodes, die auf einen Storage-Knoten zugreifen, einen zentralen Storage. Wenn ich da aber ein Problem mit habe, dann kann ich auch 10 Knoten in meinem Cluster davor setzen, die können alle keinen Storage finden und genau hier kann ich eben mit der Storage-Replikation was tun. Möchtest du noch die 3 Szenarien ergänzen, in denen man die Storage-Replikation einsetzen kann oder die momentan von Microsoft analysiert werden? Klär mal im Q&A, wenn wir da ein bisschen Details gehen können. Die Zeit. Okay, dann komme ich kurz. Ja, wir haben noch so ein schönes Feature an Storage Spaces Shared Nothing und ich bin es ja gewohnt, dass du deine eigenen Sessions überziehst, aber dass du auch noch meine Session überziehst, ist schon meine Kenntnis. Von daher, dann alles schön. Dann mache ich das ganz kurz. Hyperconverged. Wer kennt den Hyperconverged-Ansatz? Überschaubar. Okay. Visan von... ist bekannt. Also Hypervisor und Storage in einem System, davon mehrere. Das ist es genau nicht. Microsoft trennt immer noch den Hypervisor von dem Storage-System. Das heißt, ich baue mir hier Standard-Server. Jetzt nehmen wir mal Dell oder Cisco-Server. Kennen Sie ja, 24 Platten vorne drin. Diese Platten lokal im System. Und von diesem System kaufe ich mehrere. Das heißt, ich kaufe mindestens mal 4 Stück. Die werden miteinander verbunden über SMB3, über schnelle Netze, RDMA-Netze. Und dann kann ich dieses System in einem Scale-Out-File-Server-Cluster betreiben. Meine Daten werden über die 4 Systeme verteilt, so wie ich das heute bei Storage Spaces auch mache. Das heißt,
Ich brauche keine JBots mehr darunter, sondern nutze den internen Speicherbereich des Servers. Was ist der Vorteil jetzt dabei? Nun, wenn ich JBots im Scale-Out-File-Server einsetze, bin ich immer auf SAS festgenagelt, weil ich brauche ein Shared Medium. Hier müssen mehrere Server auf die gleichen Platten zugreifen können. Und wenn ich die Platten im Server selber drin habe, kann ich SAS benutzen, wenn ich das möchte. Ich kann aber genauso SATA benutzen. Und es gibt noch einen Standard, der unterstützt wird, das ist NVMe. Das ist ein Speicherstandard, also so Flashkarten direkt im PCI-Express-Bus drin, kann ich damit auch benutzen. Der Vorteil ist, SAS-Platten und SATA-Platten, wenn es um die großen geht, die sind preislich nicht so extrem unterschiedlich, weil die den SAS-Bus haben, aber die SSDs. Das heißt, die sind auch deutlich günstiger geworden. Sind deutlich günstiger geworden, aber eine Enterprise-SSD mit einer SATA-Schnittstelle ist dadurch, dass es nur wenige Hersteller gibt, die das machen, wesentlich teurer als eine Enterprise-SSD mit einer SATA-Schnittstelle. SATA, die andere war mit SAS. Also ist ein großer Preisunterschied und jetzt kann man in den Systemen das einsetzen. Microsoft denkt hier im Rahmen mindestens 4 Server, maximal 12 Server. Jetzt noch ein Feature, was du nicht drauf hast, was damit ganz wichtig ist. Wie sieht es denn aus, wenn ich meine 4 Server habe und die sind voll? Jetzt kann ich da einen 5. Server und einen 6. Server mit dazu packen. Wenn man ein bisschen an Storage Spaces denkt, das kann ich auch machen. Ich kann noch ein weiteres JBot hinzufügen. Nur meine Daten werden nicht automatisch verteilt. Also ich muss mich selber drum kümmern. Ja? Und ich packe einen weiteren dazu, dann bleibt der weitere leer. Es sei denn, ich mache da eine neue virtuelle Disk oder sowas drauf. Jetzt mit VNext wird es so sein, er stellt fest, da ist ein 5. Server. Er kann die Daten, die auf den 4 Servern sind, jetzt gleichmäßig verteilen, sodass die 5 Server nutzen und auch der Platz frei wird auf den Servern. Das ist ein weiteres sehr interessantes Feature, was in Storage Spaces kommt, auch natürlich für den Scale-Out-File-Server. Genau, die Erweiterbarkeit ist gegeben, eine schöne, einfache. Und jetzt gehe ich zurück, damit du mit deiner Session einigermaßen zurechtkommst. Ich habe eine Frage. Ja. Zu Shared Nothing. Dann los. Ja, aber ich betreibe die Platten in diesem, was weiß ich, 27 oder so, als JBot-Platten. Also ich muss die Disks zur Verfügung haben. Ich muss die Disk lokal zur Verfügung haben, ohne RAID-Controller dazwischen. Ich kann also keine Remote-Disk oder irgendwelche RAID-Level von der Hardware dazwischen hängen. Ja. Also wir reden hier von Direct-Attached Platten, SATA. Ist prinzipiell genauso wie beim Scale-Out-File-Server-Szenario unter Windows Server 2012 R2, nur dass ich jetzt die Chance habe, eben das auch serverübergreifend hinzubekommen. Und wenn ich da eben dagegen stelle, wie bekomme ich denn so eine Leistung in Sachen I/O-Performance und so eine Ausfallsicherheit heute mit klassischen SAN-Szenarien hin? Dann bin ich in Preisklassen, die einfach exorbitant sind. Was bezahle ich da? Das Betriebssystem, wo die Intelligenz vom entsprechenden SAN drinsteckt. Und hier haben wir ein Betriebssystem, wo diese Intelligenz auch drinsteckt. Und das wird für eine unglaubliche Veränderung im Storage-Markt sorgen. Bitte. Es gibt jetzt die neuen Versionen zum Beispiel von Dell in R37. Der kann dann in der BIOS-Einstellung, sieht er die Platten? Und dem kannst du quasi die Passwort stellen. Genau, das hat sich so ein bisschen seit Windows Server 2012 ergeben, als dann plötzlich so Leute wie wir ankamen und sagen, ist ja schön und gut, dass du lokale Platten dran hast. Ich würde die gerne ohne RAID-Level als JBot irgendwie am Betriebssystem sehen. Wie geht denn das? Und da sind genau solche Optionen rausgekommen. Viele andere Hersteller haben dann manipulierte RAID-Treiber noch herausgebracht, mit denen man die einfach am RAID-Controller vorbeileiten konnte, die Platten. Genau. Ne? Das gibt es verschiedene Szenarien, mit denen die lokal sichtbar werden, was genau solche Szenarien ermöglicht. Ob genau diese Systeme hinterher für Storage Spaces, Share Nothing geeignet sein werden, haben wir heute keine Ahnung. Das wird dann die Hardware-Kompatibilitätsliste, wenn sie dann irgendwann rauskommt, für Windows Server VNext dann zeigen. Wir gehen aber davon aus, dass diese Liste deutlich komprimierter sein wird, als das, was man vielleicht heute am Markt dabei erwartet. Kommen wir weiter zum letzten Feature auf der Folie, Transient Failures und Storage Pause. Zieht so ein bisschen dahin ab, wenn ich Probleme in meiner Storage-Anbindung habe. Wenn ich heute einen Hyper-V-Host habe, da geht ein Fiber-Channel-Kabel, ein Eiskalsi-Kabel rein von meinem SAN und ich ziehe das im laufenden Betrieb raus. Was passiert denn dann? Kuckuck. Es dauert ungefähr 0,35 Sekunden, dann läuft mein Host im Bluescreen. Ja, der schmiert sofort ab. Warum? Naja, nur weil er ein paar VMs verloren hat. Auch wenn andere vielleicht noch laufen und ich lokal welche liegen habe, dieser Host hat sofort ein Problem. Mit ja, es hängt ein bisschen vom Setup ab, natürlich. Wenn ich die Chance habe, Redirected I.O. zu fahren, wenn ich klassische Head Volumes habe, dann ja. Aber habe ich diese Funktionalität nicht oder auch das Kabel steckt nicht, ich habe irgendwie ein Treiberproblem oder sowas, dann ist der Host sofort weg vom Fenster und alle Workloads müssen auf anderen Clusterknoten neu gestartet werden, was eine ganze Zeit lang dauert. In Windows Server VNext habe ich die Chance, eine gewisse Zeit, kann das konfigurieren, das sind ein paar Sekunden, ohne Storage auszukommen und sagen, ich warte auf ein Reconnect und halte das System einfach an.
was eben nicht zu einem Bluescreen führt, sondern in dem Moment, wo der Storage wieder da ist, die Operationen dann nach einem kurzen Hänger weiterführt. Das hilft uns in einem Szenario, nämlich einem Cluster-Szenario. Ich erzähle euch was zu den anderen Punkten, aber in dem Moment, wo ich jetzt einen Storage-Wackler habe und der Knoten kommt hinterher kurzer Zeit später wieder, läuft mein Cluster und läuft die VM weiter. Mein Cluster-Knoten wird aus dem Cluster ausgeschlossen, warum auch immer. Ja, das Quorum sagt, naja, sorry, du musst dich jetzt hier runterfahren, beende den Cluster-Service, Szenario unter Windows Server 2012 R2, alle betriebenen virtuellen Maschinen werden ausgeschaltet oder runtergefahren. In Windows Server wie Next sagt er, na schade, du bist jetzt aus dem Cluster geflogen. Na gut, die virtuellen Maschinen, die du getragen hast, die laufen jetzt gerade nicht mehr im Cluster, sondern die laufen auf diesem Knoten hier lokal weiter. Das heißt, auch da habe ich keinen Ausfall von dem VM-Workload, sondern ich habe einfach nur in dem Moment die Rohverfügbarkeit nicht. Wenn die Cluster-Funktionalität wiederhergestellt ist, habe ich diese virtuellen Maschinen auch automatisch wieder hochverfügbar. Ich habe nachgeguckt, wir hatten im letzten Jahr 3 Support-Calls, wo die Cluster-Knoten der Meinung waren, ein bisschen durchdrehen zu müssen und ständig ihre Netzwerkkarten außen wieder eingeschaltet haben, was den Cluster-Service dazu gebracht hat, zu sagen, alles klar, wir joinen jetzt den Cluster wieder. 5 Sekunden später, ach nee, doch nicht. Und das hat bei ein paar hundert VMs da drauf für die ein oder andere Failover, Failback Orgie gesorgt und genau dieses Szenario wird durch eine Veränderung der Cluster-Architektur, durch eine Optimierung an der Stelle verhindert, dass in dem Moment, wo ein Netzwerkknoten eine gewisse Anzahl Cluster-Joins oder auch Cluster-Losses in ein paar Minuten versucht, wird er vom Cluster ausgeschlossen, um genau dieses Drama zu verhindern. Wer schon mal mit der aktuellen SQL-Server-Generation gearbeitet hat, dem wird das Feature des Azure Cluster Cloud Witnesses schon mal begegnet sein, dass ich mein Quorum nicht mehr lokal auf eine File-Share oder eine Disk hängen muss, sondern eben auch von der Public Cloud entsprechend mir bereitstellen kann. Vorteil ist, da habe ich prinzipiell etwas Zuverlässiges. Klitzekleiner Nachteil, das klappt nur solange auch meine Internetverbindung zuverlässig ist, aber ich spare mir ein bisschen Infrastrukturinvest. Der Punkt, wo es immer hilft, wenn ich über Geocluster spreche, also ein bisschen räumliche Verteilung dahinter habe, sage, naja, mein Storage Volume habe ich nur auf einer Seite und so ein File-Share ist immer nicht so zuverlässig gewesen. Genau da hilft dieses Szenario. Ich sage, ja, Internet habe ich überall und Azure läuft ja sowieso immer. Dann kann ich über dieses Szenario ein bisschen punkten. Kommen wir zur letzten Abhängigkeit, den Neuerungen im Netzwerkstack. Es gibt eine neue Betriebssystemrolle des Network Controllers, wie er im Englischen heißt, wo all die Steuerung an Netzwerkkomponenten, egal ob virtuelle Maschinen, Hyper-VV-Switches, Load Balancer, Firewalls, all das, was irgendwie mit meinem Windows-Server zu tun hat, von einer zentralen Instanz gesteuert wird. Das verändert so ein bisschen die grundlegende Netzwerkarchitektur, aber ich habe die Chance, eine ganze Menge damit zu machen. Wir haben vorhin in dem sehr guten Vortrag von dem Emulex-Kollegen gehört, naja, MEGRI ist zwar eine schöne Geschichte, aber es gibt ja noch irgendwie mehr und Microsoft nähert sich genau diese Initiative an. Es gibt eine gemeinsame Initiative zwischen Microsoft und VMware, die Netzwerkvirtualisierungsprotokolle in dem Bereich zu vereinheitlichen und das Ganze ist noch nicht fertig. Solange sagt Microsoft, na gut, dann unterstützen wir halt das Netzwerkprotokoll der anderen, in dem Fall ganz konkret WXLAN, einfach nativ mit. Es ist also völlig egal, ob ich jetzt MEGRI oder WXLAN einsetzen möchte auf meinem Windows-Server. Ich kann beides. Ich will nicht sagen, gleichermaßen gut, aber ich kann beides. Neu in VNext? Neu in VNext, ja. Okay. Wird kommen, geht noch nicht der aktuellen Stand. Was das Netzwerk betrifft? Ja. Also VXLAN kommt komplett in Windows Server VNext. Also auch für Windows supportet und VSS auch. Genau, genau. Also RDMA kommt fürs Management OS und damit bekomme ich sowas wie VSS-Szenarien dahinter. Eines der häufigsten Features, wir haben es vorhin im RDMA-Szenario gehört, naja, das Management OS hat irgendwie immer eine Schwierigkeit gehabt dahinter und da musste ich mir entsprechend Workarounds ausdenken. Das gehört der Vergangenheit an. Im Netzwerkstack hat sich eine ganze Menge getan an Bugfixes, Updates, Optimierungen und Performanceverbesserungen. Nicht, weil Microsoft jetzt in besonders großer Patchlaune war, sondern weil Microsoft in einem längeren Projekt das Microsoft CPS-System zusammengebaut hat, das Cloud Platform System, wo ich 1, 2, 3 oder 4 große Dell-Racks bestückt mit ganz viel Hyper-V, mit ein bisschen System Center und ganz viel Storage Spaces bekommen kann, wo Microsoft gemerkt hat, hoppla, das Zusammenspiel der Komponenten bis runter auf die Firmware der Festplatten ist ja auch bei uns intern noch ein bisschen optimierungswürdig, um es mal vorsichtig auszudrücken und hat deswegen eine ganze Menge an Verbesserungen in die aktuellen Patch-Days zur Verfügung gestellt. Und wenn man mal rein in die Statistik guckt, dann sind so die Patch-Days November, Dezember, Januar rein von der Anzahl der Verbesserungen deutlich über dem, was sonst im Jahresschnitt liegt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Was zu der Zahl
Zahl sagen, der Patche, weil es gibt offizielle Aussagen dazu. Ne? Ich kenne so irgendwas um die 500. Ich weiß nicht, wie offiziell die ist. 500 verschiedene Updates, Patches, Fehlerverbesserungen, Bugfixes, Optimierungen im bestehenden Microsoft-Stack, Hyper-V, System Center, Dell Hardware, Dell Firmware, nur dadurch entstanden, dass Microsoft ihre eigenen Produkte mal zusammengebaut hat. Und wir alle sind Nutznießer davon, ja, also selbst wenn ich sage, naja, CPS ist jetzt nicht unbedingt das ideale System für mein Kundensegment, freue ich mich darüber riesig, denn jeder ist Nutznießer von diesen Verbesserungen, weil sie über die ganz normalen Windows-Update-Prozesse und eben auch in die nächste Version des Betriebssystems da reinkommen und deswegen freue ich mich darüber. Fragen zum Netzwerk? 3, 2, 1, Carsten. Also du hast ja erwähnt, SMA für Management OS. Ja. So wie ich es mitbekommen habe, deswegen habe ich das mal ergänzt, SRIOV wird in dem Zusammenhang wichtiger. Ja, weil ich es viel schöner kombinieren kann vor allen Dingen. Also Karten heute, wenn man heute Investitionen tätigt, dann sollte man Karten nehmen, die auch SRIOV unterscheiden. Das wären zum Beispiel die NMX. Ja. Das zum Glück haben aber auch die Netzwerkkartenhersteller verstanden, denn die Möglichkeit, welche ohne zu kaufen, wird langsam verschwindend gering. Das ist das Gute dabei. Ja, der Unterschied ist eher, das Problem bei SRIOV ist natürlich, dass ich die Ressourcen der Karte über die verschiedenen Slots aufteilen muss. Ja. Und je älter die Karte ist, desto weniger wahrscheinlich ist, dass sie genügend... Genau, die Anzahl der Lanes ist begrenzt, genau. Je älter die Karte wird. Das ist so, das ist auch heute ein Problem, weil ich ja jedes Gastbetriebssystem einzeln für SRIOV konfigurieren muss. Und da ist es einfach eine Frage der Anzahl der VMs dahinter. Und das kann man einfach durch die Menge an Netzwerkkarten dann wettmachen. Das ist heute einer der Hauptgründe, warum es noch nicht so die Verbreitung gefunden hat. Ja. Ja. Weitere Fragen? Dann nicht. Dann gehen wir weiter. Wer dieser Kurzüberblick noch nicht gereicht hat, der kann sich so ein bisschen in Detail-Sessions auf der Tech at Europe stürzen. Wer nicht in Barcelona war, hat die Chance, die Sessions original 1:1 als Aufnahme sich anzuschauen. Ich habe hier die Session-Nummern drin in den Kommentaren. Auf den Folien finden sich ein paar mehr Details dazu. Ich habe auf dem deutschen TechNet-Virtualisierungs-Blog, dem German Virtualization-Blog, auch all die Punkte, die ich heute angesprochen habe, nochmal ein bisschen ausführlicher gepostet. Das heißt, da kann man sich noch ein bisschen was an Informationen besorgen. Und damit kommen wir zum wichtigsten Part des heutigen Events. Ich habe zwei von diesen schönen Büchern zur Verlosung abzugeben. Jetzt muss ich mir eine fiese Frage überlegen. Genau, das ist Carstens, der möchte ein Autogramm haben. Das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Ich denke mir mal eine fiese Frage aus. Wie viel Arbeitsspeicher muss ich meiner DOS-VM mindestens geben? 32. Toll. Mitmelden oder ohne? Du bist raus. Wer war am schnellsten? Ich glaube, einer hier, einer da. Da hinten. Geben wir eins hier hin. Wer war noch? Keiner traut sich? Dann geben wir eins nach hinten. Sehr gut. Entweder mir eine Karte abnehmen oder mir eine Karte in die Hand drücken im Laufe des Tages. Dann kommt das auf dem Postweg auf jeden Fall dazu. Dafür steht dein Name auch drauf oder mit drin und bei den anderen deutlich anders. So, damit bin ich inhaltlich und zeitlich und körperlich komplett am Ende und eröffne die allgemeine Fragesession. Fragen, Wünsche, Anregungen, jetzt herzlich willkommen. Stellt ihr die Folien auf die Website? Selbstverständlich. Noch mehr Fragen? Dann nicht. Dann stehe ich jetzt noch 2-3 Minuten für individuelle Fragen zur Verfügung. Und ich glaube, wir gönnen uns jetzt eine Kuchenpause, oder? Kuchen wäre ganz gut. Dabei kann man dich auch befragen. Hervorragende Idee. Meistens klappt das gut, wenn ich Kuchen habe und befragt werde. Dann schräg gegenüber zur Kuchenpause. Und viel Spaß noch.